Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Heute mal wieder ein weiteres Slime-Video, aber keine Challenge, denn ich bin alleine. Karl und Kathi sind nicht da und ich werde heute mal euren Wunsch erfüllen. Und zwar haben sich viele von euch gewünscht, auch in den Kommentaren, dass wir mal alle unsere Schleimsorten miteinander mischen. Wir haben die in solchen, ja, Klarsichttüten verpackt. Das sind jetzt die Slimes, ich würde sagen, der letzten 2-3 Wochen vielleicht. Also es sind nicht alle, die wir jemals auf diesem Kanal gemacht haben. Ich glaube, das wären Hunderte. Jedenfalls werden wir diese Slimes heute in dieses Aquarium füllen und dann sie alle mal gemeinsam vermischen. Dazu habe ich Handschuhe. Ich weiß nämlich noch nicht genau, was mich erwartet. Manche sehen wirklich sehr, sehr unappetitlich aus. Ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt. Ich ziehe mir meine Handschuhe an. Hier sind übrigens noch so Slimes von gestern. Das heißt, eventuell sind hier auch Slimes drin aus Videos, die erst noch kommen. Das heißt, wir produzieren hier auch immer ein bisschen vor. Und hier haben wir ja schon mal so ein paar gesammelt, aber es sind auf jeden Fall unzählige. Ich weiß nicht, wie viele, aber vielleicht können wir die ja so ein bisschen zuordnen. Ich weiß natürlich auch nicht mehr, aus welchen Challenges die genau sind, aber ich würde jetzt einfach mal starten. So, fangen wir doch mal an. Diesen Slime hier aus dieser Wanne in das Aquarium reinzuschmeißen. Und dann geht's weiter mit unserem Slime, der hier einzeln in diesen Tüten verpackt ist. Uns ist auch ein kleines Malheur passiert, denn irgendwie eine Tüte schien undicht gewesen zu sein. Ich mache hier mal ein bisschen Platz. Und deshalb ist der ganze Slime auf den Boden gelaufen und wir hatten den in so einer Papiertüte gelagert, also die einzelnen Beutel. Und auch diese ganze Papiertüte war extrem durchgeweicht. Was ist das wohl für ein Schleim? Der ist auf jeden Fall von der Konsistenz noch ganz gut. Wenn man den Schleim verpackt, dann wird er auch immer ein bisschen härter, weil er noch so nachzieht. Aber der ist auf jeden Fall richtig cool. Keine Ahnung, aus welcher Challenge der ist. Wenn ihr das wisst, könnt ihr das natürlich alles in die Kommentare schreiben, wenn ihr da eine Ahnung habt. Wir haben auch manche Slimes in solchen Bechern hier gelagert, weil uns irgendwann die Tüten ausgegangen sind. Hauptsache, der Slime wird einigermaßen luftig verpackt. Und hier haben wir ja so einen grünen Slime. Also es kommen auf jeden Fall noch sehr, sehr viele, die hier alle in unser Aquarium wandern. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen sehen. Und ich mache einfach mal fröhlich weiter. Der ist wirklich mit Abstand am ekligsten. Der sieht aus, ich will es nicht aussprechen, aber erinnert mich irgendwie ein bisschen an Babykacke. Guckt euch das mal an. Oder so Lehm oder so. Wie Lehm sieht das aus? Alles ab ins Aquarium. Ich wette, das waren jetzt schon über 10 Slimes insgesamt. Das ist so ein leuchtender Bärenschleim, also so Waldbeere oder so, finde ich. Aber auch sehr, sehr viel Pink mit drin. Und der ist auch schon ganz schön fest geworden. Wieder so ein Bärenschleim. Auch der ist schon ganz schön fest. Ob man die jetzt noch miteinander verbinden kann, weiß ich nicht. Ich werde auf jeden Fall dann versuchen, das Ganze gut durchzukneten. Rühren, Baby, rühren wird heute keinen Sinn machen. Dafür ist der Slime einfach nicht flüssig genug. Ich glaube, diesen Schleim hier habe ich selber gemacht. Das ist, glaube ich, dieser mintige Schleim. Und der ist auch noch richtig schön von der Konsistenz. Also der ist echt, ich würde sagen, perfekt. Hier machen wir jetzt mal vielleicht Cut. Ich glaube, für euch ist es nicht ganz so interessant, wenn ich hier jetzt einzeln diese ganzen Slimes auspacke. Ich werde die euch dann am Ende in dem Aquarium zeigen und dann werden wir die gemeinsam verkneten, soweit es geht. Bis gleich! So, ich habe jetzt die ganzen Slimes hier reingefüllt. Manche waren wirklich nur noch eine Suppe. Ich zeige euch mal die Verpackung von solchen Slimes, die leider überlagert worden sind, sage ich jetzt mal. Oder die waren nicht luftig. Da hat sich dann schon die Kontaktlinsenlösung und alles von den anderen Zutaten getrennt. Und wir haben auch ganz viele unterschiedliche Konsistenzen, weil dieser hier, der ist zum Beispiel super fest geworden und auch mehr wie intelligente Knete. Wohingegen dieser gelbe, der da unten drin so schwimmt, wirklich super, super flüssig ist. Also es kommt echt darauf an, wie viel Kontaktlinsenlösung und Natron, also insgesamt Activator, ihr benutzt. Und jetzt versuche ich mal, diese riesige Schleimmenge so durchzuweigen. Ich komme mir vor wie so ein Bäcker. Ich glaube,
So viel Schleim hatten wir vielleicht höchstens mal bei XXL-Schleim, aber dafür war der nicht so bunt. Ich habe übrigens aufgehört zu zählen bei 35. Also es sind über 35 verschiedene Schleimfarben, die jetzt wirklich ganz schön schwer miteinander zu vermischen sind. Hier fliegt schon so eine einzelne Erbse rum, hätte ich fast gesagt. Das sind so Styroporkugeln. Boah, guckt euch diese Farben an. Das ist echt Wahnsinn. Echt, wie man das alles vermischt, was dann am Ende bei rauskommt. Oh, ich kann schon nicht mehr. Hier ist es übrigens immer noch super heiß in der Wolke. Was ist denn eigentlich hier in der Mitte drin? Da vermischen sich wahrscheinlich die einzelnen Schleimsorten nicht unbedingt. Also es sieht auf jeden Fall, das sieht aus wie Fleisch, finde ich, voll ekelhaft. Und hier haben wir dann so eine Galaxie, also wir haben hier unterschiedliche Themengebiete. Oh. Ich versuche jetzt mal das Ganze von innen nach außen zu krempeln. Hier haben wir viel Braun und Rot. Also es ist fast unmöglich, so eine Schleimmenge miteinander zu vermischen. Trotzdem hoffe ich natürlich, dass euer Interesse daran gestillt ist. Und vielleicht habt ihr ja Bock, sowas nochmal zu sehen, wenn wir wirklich über 30 Schleimsorten hier miteinander aus den Challenges, die wir alle selber gemacht haben, vermischen. Ich hoffe also, mein Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert, kommentiert und vergesst natürlich auch nicht, einen Daumen nach oben zu geben. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Tschüss!